Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, hoffen wir mal, dass jetzt ab dieser Folge wieder alles gut läuft. Die letzten beiden Folgen waren ja katastrophal. Naja, da ist auch wieder dabei. Und unser neuer MacPlant, den wir jetzt anders nennen müssen. Hier. Ja, fangen die doch mal wieder ein hier. Das ist nämlich jetzt hier, der Pflanzopedia. Hey, da fehlt ein Z. Was habe ich denn da geschrieben? Pflanzopedia. Was auch immer das ist. So, die Schnecke haben wir wieder zurückgeholt. Wir wollen immer noch die Form. Ich glaube, da ist aber Nayada dran, ne? Weil ich glaube, Kunst ist immer noch auf 1, ja. Aber ich würde sagen, wir machen es mal auf die 2. Ja, wobei, es ist so. Ich mache einfach mal Kochen vorher. Weil die Leute, die drehen hier mir zu viel am Rad. Wir müssen erstmal wieder Nahrung holen. Cavallo ist noch verletzt. Da macht's mal gerade Uranyl. Einmal bitte den Giftmüll wegbringen. Ein Pillock. Der kann zumindest was lernen. Keep the tunnels and catacombs clean. Also wenn ich das richtig verstanden habe, würde der hier den Dreck essen. Nein, ich lasse ihn mal. Mal gucken, was er macht. Eine andere Versammlung findet gerade statt? Weiß ich von nichts. Aber wir müssen eh warten, bis Uranyl wieder da ist. Haben die Medizin gebraucht, jetzt Bauteile.
Hier kommt Kaffee rein. Also Kaffeebohnen. Hier kommt Teeblätter rein. Hopfen kommt ja so wie hier, oder? Alter, direkt schon wieder 10 hier, das gibt's da nicht. Ah, du bist aber flott. Mein Contract wurde, glaube ich, auch nicht erfüllt. Wurde lang nichts mehr erfüllt hier. Machen wir mal 19 Tage. Haben die ein bisschen mehr Zeit. Werden wahrscheinlich aber erst den hier machen. Aber immerhin haben wir wieder Essen. Oh, da kommt auch die Milch. Wird sich direkt wieder hier kaputt geprügelt. Aber jetzt kann sich immerhin jeder selber verarzten. Ich finde aber immer noch, dass der Arzt Vorrang hat. Aber wenn man nur einen Arzt hat, ist das zu riskant. Dass ich dann nachher wieder irgendwas übersehe, dann stirbt einer, weil, naja, der gerade am durchgedreht ist oder so. Oh, hier können auch Kleidung rein. Aber die Kleidung machen wir lieber in sowas, auch wenn hier tatsächlich dann mehr Platz wäre. So, einmal bitte glätten. Don Cravallo klopft einmal und haut wieder ab. So ist das.
glaube aber, Nayada hat Lex langsam nochmal genug gekocht. Heiler Max Serum. Aber kein Bock auf die. Aber das Heiler-Serum wäre geil. So, gucken wir lieber endlich mal, wie die Kunst voranschreitet. So, hier kommen sterile Fliesen rein. Aber schön, dass hier endlich mal von sich aus gemendet wird. Warum hast denn du starke Schmerzen? Wieder Tiere, die wir loswerden müssen. Gibt's zumindest endlich wieder Fleisch. Für die guten Essensrationen. Einmal bitte eine Führungsrede halten. Jetzt, wo alle da sind. Schrecklich. Der Raumeindruck ist ziemlich niedrig. Warum ist denn der Raumeindruck so niedrig? Naja, wenn ich die Kunstwerke hier noch hinstelle, dann hat sich das mit dem Raumeindruck auch erledigt. Naja, da ist glaube ich echt Level 10, wenn das erste Kunststück fertig ist da. Endlich wieder ein bisschen Stahl. Wo geht der hin? Bildo. Ah, hier. Okay. Oh, da werden jetzt so schon die schlechten Waffen eingeschmolzen.
So, hier würde ich dann jeweils immer ein kleines Kunstwerk hinstellen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kein Stahl, keine Mushroom-Locks, kein Holz. Der Rest ist mir egal. Schon wieder. Ist jetzt Kunst noch mal gerade runter, damit die Tiere mal kurz ausgesetzt werden können. Aber in die Freiheit mit euch. Schade, dass er nicht alle anleihen kann, so. Also eine natürliche Wasserquelle ist mir eigentlich immer lieber als ein Wasserdruck. Aber ich kann mich eigentlich nicht daran orientieren, teilweise. Vielleicht sollte ich das mehr. Bei der Androiden-Staffel hatte ich das, meine ich immer, ne? Nein, nicht Androiden, bei der Mechanitor. Da war wichtig, dass die Tiere eigene Wasserquelle haben. Im Moment ist mir wichtig, dass wir genug Strom haben, aber Strom scheint kein Problem mehr zu sein, seitdem der steht. Damit hätten wir auch alle Geysire, meine ich. Der frisst echt Schmutz. Cool. Oh.
Eine Nachteule. So, 11 bis 18 Uhr Schlafenszeit. Gucken wir doch mal, wer das ist. Kurz die Liste aufmachen. Wobei, ich muss erst würfeln, können wir erstmal weitermachen. So. Lade schneller. Haben wir noch nicht. 17. Noch mit 34 plus 2. 2. Willkommen, Lau. Lau wollte Pflanzen und blutrünstig. Beides drin. Krass. Kriegt aber keine Waffe. So. Ja, wir haben jetzt zwei Ärzte, das heißt, wir machen das bei den anderen wieder raus. Wobei, du kriegst noch Arzt. Und wir haben hier einen Künstler. Gut. Ey, da sind immer noch Tiere am rausbringen. Das waren jetzt aber alle, ne? Und dann kommt ein Herr, das gibt's ja nicht. Wobei, der ist schon wieder weg. Naja, dann mach mal dein Kunstprojekt zu Ende. Danach kann Lau die Kunst übernehmen. Ich glaube auch, obwohl Lau im Moment besser in Kunst ist, dauert das nicht lang, dann ist Naja da besser.
Bis jetzt will auch keiner den Contract erfüllen. Das ist ein bisschen schade. Ich habe gehofft, wir könnten trotzdem irgendwie hier Sachen bekehren, aber... Das geht wohl nicht. Wobei, wir hätten den... Wir können zumindest den Forschungsspezialisten nehmen. Aber das deaktiviert alle anderen Arbeiten. Wir können bei Pascal mal gucken. Pascal gehört aber nicht der Religion an. Aber Pascal wäre super für die Rolle. Pascal würde wirklich super in die Rolle passen, weil er eigentlich nur forscht. Oh, aber langsamer Lerner, egal. Na, du machst dich auch langsam beim Kochen. Genau, gönn dir mal einen Kaffee. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wie Nayada die anderen jetzt von der Religion befreien kann, ohne drei Mitglieder zu haben. Da muss es doch irgendwas geben. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Ich habe die More Turrets wieder drin. Ha. Huh. Ich dachte, ich hätte die draußen. Aber gut, dann können wir die mal reinnehmen. Naja, da macht immer eine kurze Pause, ne? Weil immer irgendwas dazwischen kommt. Hier wird nicht durchgeballert.
Ein schlechter Profi. So, mal gucken, dass das hier immer mal repariert wird. Ich könnte noch 3 Max haben. Für 6 Tage. Wen machen die Ehre mal raus? Rufpunkte sind okay. Hypergewebe und Jade. Nicht, dass ich das bräuchte. Aber Rufpunkte wären nicht schlecht. Wen nehmen wir denn? Sollen wir die Ressourcen kurz einstampfen? Die Forschung? Ja komm, lassen wir die Forschung mal sein. Pascal macht das. So, dann stellen wir den schon mal hier hin. Schnitzerei enthält eine Zeichnung von einer abstrakten Darstellung von Spaß. Die Szene spielt sich in einer Siedlung ab, die in der Nähe eines Hochlands gebaut wurde. Schon wieder eine Binge-Party, das gibt's ja nicht. Jetzt wird doch mal hier der ganze Wein wegschnaguliert. Da wird direkt gekotzt. Betrunken. Naja, da ist betrunken. Was ist jetzt mit dem Contract für Bauteile? Uranyl forscht? Der läuft noch 11 Tage.
Warum, was machen die Pflanzenbots? Ah, da sind sie. Ich wollte gerade sagen, wieso ist hier einiges nicht angepflanzt? Don Krawall, auch mal Bauteile raus. So, aber die Folge ist vorbei. Also bis dann. Ciao.